Da sind wir schon wieder. Hallo. Gehe ich jetzt noch eine Runde, um zu gucken, ob sich noch was ergeben hat. Lecker war's. Oh ja. Ich hatte eine Pizza mit Parmesan und Rucola und Parmaschinken. Ich hatte eine mit Salami und Champignons, obwohl da eigentlich Salami und Peperoni drauf sein sollte, aber war auch lecker. Stimmt. Okay, ja, dann haben wir es nicht herausgefunden. Warte mal, der heißt Bad... Ach nee, der heißt Bartbote. Ich habe erst Bad Boy gelesen. Also, wir haben uns dazu entschieden, die Rüstung uns zu holen. Ja, aber welche? Alle. Ach so. Also 2500? Ja, okay. Ja, und eben. Von dem Rest dann Fiolen. Ich überlege halt, ob es sinnvoll ist, die Waffe zu verbessern. Ich weiß nicht, wann wir das nächste Mal eine neue finden werden. Aber... Boah, das ist echt immer eine Frage bei solchen Spielen. Keine Ahnung. Kannst du, kostet, wie viel, 300 oder so kostete das, ne? Ich glaube schon. Ja, wobei ganz cool ist, man müsste ja dann auch beide Modi verbessern, wa? Gewundener Stock. Ja, scheiß auf die Pistole. Ja. Und da brauchen wir 5. Okay, gut zu wissen. Jetzt musst du nur noch die neue Rüstung anziehen. Ah ja, richtig. Nee, dann mach ich falsch. Okay, so rum geht's. Das wäre natürlich zu geil. Ja, die sind schon gegenüber allen Sachen deutlich besser. Wir haben nur überhaupt nicht auf die Werte geguckt. Wäre jetzt sehr lustig, wenn er da, ja, kannst du noch nicht tragen. Stimmt. Ja. Ey, der sieht voll Pirate-mäßig aus, ey. Sieh mal einer an. Sollen wir unsere alte Rüstung direkt versuchen zu verticken? Captain Pibro. Dreh dich mal um. Lass dich mal von vorne sehen. Alter, sieht voll nice aus. Sieht so Assassin's Creed-mäßig aus. Ja, das stimmt. Krass. Es gibt ja sogar richtig Kohle. Jesus, nein, die hättet ihr noch brauchen können für... Keine Ahnung. Mal können wir nicht verkaufen. Nee, stimmt. Kannst du bei dem so Splitter vielleicht kaufen, dass wir die Waffe nochmal updaten können? Nee. Nope. Dann würde ich noch ein paar Molotow-Cocktails kaufen. Die waren sehr stark, ja. Ja, ein bisschen haben wir noch, also. 3. Ja, okay. Ja, frisch gestärkt, ey. So haben wir das doch gerne. So, und dann zum Zentrum. Und Ladezeit. Aber was ich gerade auch schon zu Christian gesagt habe, ich will jetzt mal den Point of No Return ausprobieren. Scheiße, das heißt, ich muss an den Hunden nochmal vorbei. Das ging ja eben total easy. Ja. Ach, du meinst die zwei Schwarzen, die Werwölfe? Die Großen, ja, genau. Also die Wölfe. Wobei, ich kann auch versuchen, an denen vorbeizurennen. Theoretisch. Warum nicht? Da wäre mir nichts zu verlieren gerade. Ja, richtig. Außer 100 Blutecho. Ja. Das ist, denke ich mal, erträglich. Das ist ganz angenehm, dass die maximale Lebensleiste nicht verringert wird, dadurch, dass man stirbt. Ja, genau, noch mehr. Weißt du? Ja. Irgendwann. Ey, die Gegner machen schon krassen Schaden, ey. Ja, also sowohl der dicke Typ, den wir jetzt hatten am Anfang, als auch die Werwölfe haben mit einem Angriff die Hälfte weggemacht. Wobei du dann natürlich aber auch immer die Möglichkeit hast, eventuell noch... Jawohl, jetzt... die Möglichkeit hast, dir Leben wieder zurückzuholen, wenn du angreifst. Was aber, finde ich, sehr gefährlich ist in diesem Spiel, weil du dann, während der Gegner in seiner Combo drin ist, oh cool, gezwungen wirst... Also nicht gezwungen, aber dann musst du angreifen. Das ist schon. Wobei, ich könnte theoretisch auch gucken, kannst was das für Riesenviecher sind. Und eine Runde sterben und dann bist du wieder dran. Beides. Du wolltest eben zum Point of No Return. Ja, hast recht, hast recht. Ja, aber da muss ich jetzt halt durch die ganzen Spackos wieder durch. Waren da nicht zwei? Mal laufen. Aber. Aber Backstabben gibt's irgendwie nicht. Oh, der Satz war aber ausreichend groß. Da kommen die hin, da kommen die hin. Da hast du ja gegen den einen eben gekämpft. Rechts. Oh ne. Okay, da. Oh, shit. Geil. Hi. Boah, die sehen aber cool aus, ey. Oh Gott! Der ist runtergekommen!
Der kann dich auf der Leiter treffen. Oh, ich hätte hier wieder hochgekonnt, ja? Von wegen Point of No Return. Ist der dir gerade hinterhergekommen? Nee. Das wäre der Obershit gewesen. Wo ist er denn hin? Ist der da runtergefallen? Keine Ahnung. Also doch kein Point of No Return. Point of Light. Ah, da unten ist er. Ja. Cool. Haben wir uns quasi noch einen Gegner für später jetzt mitgenommen. Jetzt ist es ein Point of No Return, weil ich hier ja weiter runter kann. Ja. Blub. Pass mal auf, dass der da unten nicht irgendwie sein Gewehr zieht oder so. Stimmt. Und meint... Oh, selbst da kommt man wieder hoch. Ja, wenn du da runterkommst, ohne zu sterben. Das Problem ist, da steht jetzt natürlich Freundchen. Aber für... Warte. Es gibt wieder diese Fallangriffe. Schmeiß den, die musst du wieder ausrüsten. Wir hatten, glaube ich, keine mehr. Ich habe gerade echt gedacht, ich wäre hochgesprungen. Also... Okay, den Rest kann ich eigentlich auch so schaffen. Wobei, weil ich kann da nicht richtig kämpfen da unten und würde weg runterfallen. Wenn, ja eben, wenn du ausweichst, machst du einen Satz nach unten. Ja. Und wenn da unten sind Ratten. Ah, da sind eine Menge Ratten. Wie krass die hier auf... Oh, da hast du Schaden vorgekriegt. Aber da gibt es 3 Blutfiolen, jawohl! Nice. So, kannst du Fernkampf eigentlich? Sieht mir nicht so aus, der hat eine scheiß Fackel und irgendwie... Was ist denn da? Ist das so ein Käseschneider? Oh, tschüss. Okay, hat sich erledigt. Ja, willst du jetzt rechts oder links? Und fall nicht durch so ein Loch da rein. Ich will dem vor allen Dingen noch kurz zugucken, ob er eine Leiter findet, die ich vielleicht nachher nehmen kann. So. Aber sieht nicht danach aus. Boah, Peter war schon auf den Angriff von hinten bereit. Ey. Ehrlich gesagt wollte ich sicherstellen, dass ich keinen Schaden kriege oder weniger Schaden kriege, weil das hat bei den Souls-Spielen immer ganz gut funktioniert, indem man sich abrollt, den Schaden zu minimieren. Wieder mal die Pro-Tipps hier. Ich würde gegen... Oh, da ist tatsächlich eine Leiter. Ah, der kommt hoch. Da hinten wartet schon der Nächste. Okay. Round one, fight. Das ist jetzt nicht der hellste, der Junge. Nee. Okay, dann will ich tatsächlich gegen den anderen kämpfen. Holy shit, okay, vergessen wir das. Was bist du denn für einer? Oh. Scheiße. Der Angriff ist tatsächlich ziemlich langsam mit der Kette. Aber der hat gerade noch so gereicht. Ja, der ist nicht der schnellste. Oh, der verliert Items. 2 Blutfiolen. Ah, okay. Also man kriegt schon regelmäßig. So, schaffst du es diesmal? Ah! Dumm gelaufen. Ich wette, wenn du jetzt gegen den anderen kämpfst und hier bleibst, dann schafft er das. Ja, aber stimmt, dann läuft er wahrscheinlich nach links jetzt und fällt nicht rechts runter. Er ist schon wieder runtergefallen. Okay, sehr gut. Hey. Okay, da hat er mich jetzt ein bisschen genatzt. Ey, die 20 sind, glaube ich, Max. Die Blut, du hast absolut recht. Das sieht ganz danach aus, ne? Das, was ich auch noch ausprobieren wollte. Was hast du gemacht? Schildangriff oder sowas. Ist der gestorben eigentlich? Nee. Nö, der kommt da gerade wieder an. Die sehen aber alle wirklich auch so bestienmäßig aus. Oh, der du noch schön eine Zwiebel. Und, erst trinken. Dann nehmen. Ich habe schon getrunken. Okay. Das kriegst du nicht. Doch. Ja. Was ist das da? Was ist das? Das sagt, glaube ich, dass du die maximale Anzahl hast, oder? Also wir hätten, glaube ich, ja, Minus. Also wir hätten 2 bekommen, aber es geht nur eine. Ah, okay, verstehe. Würde zumindest Sinn machen. Okay, das heißt, wir könnten einerseits runtergehen und uns mit den Ratten beschäftigen, aber wir könnten auch hier hinten links, glaube ich, weitergehen und das würde ich jetzt erstmal bevorzugen. Ich frage mich, ob wir gerade in einem komplett optionalen Gebiet sind.
Ja, woher sollen wir das wissen? Also. Okay, ich zieh mal die Fackel hier. Jetzt sieht man ja gar nichts. Oh, Baby, Baby. Nein! Lol, was ist das denn? Achso, das war der Schwanz. Die treffen dich auch. Ja. Auf die Leiter. Ach, guck mal, hier hängt noch einer. Okay, let's try that again. Erstmal abrollen. Ja, das ging leider mega in die Hose. Okay. Okay. Wie gehe ich mit euch Hübschen um da unten? Ey, mach noch einen Satz. Komm mal da links um die Ecke. Steht einer. Ah ja, das ist der Typ, gegen den du gerade auch schon gekämpft hast. What? Der hat doch diese Lanze. Ach so, du meinst von dem Gegner. Ja, ja. Also, der da gerade kam. Okay, wir müssen es mal irgendwie versuchen, Schätzelein. Oh, oh. Das hat jetzt richtig hart gesackt. Watch your back. Easy peasy. Oh, ich hab schon wieder 795. Hi. Oh Gott! Hi. Ich hab ja gar keine Waffe gehabt. Was? Alter, Alter! Noch nicht. Okay. Jetzt bin ich tot. Holy shit, der ist irgendwie crazier gewesen als der da oben. Ja. Holy shit. Das war jetzt ärgerlich. Warte mal, wo bist du denn jetzt lang gegangen? Du bist durch die Tür durchgerannt, dann an den Wölfen vorbei. Ah, okay. Genau. Also langsam wird er ja schon verzwickt. Stimmt. Okay, wir haben zwei Wege. Ja, entweder du gehst an der Brücke links. Ne, wir haben drei Wege. Entweder du gehst gar nicht in das Haus rein, sondern ja, links. Ja. Wobei es wäre jetzt, wenn das wirklich interessiert mich natürlich, was da unten ist. Aber kannst natürlich auch einen anderen Weg gehen. Nee. Wir bleiben schon dabei. Hello world. Wir waren schön. Gnade, ich muss. Ja, ach, ich wollte schon sagen. Ich dachte schon, der hätte überlebt. So, hier bist du einfach durchgelaufen. Korrekt. Hallo. Rechts oder links? Rechts. Und dann da hinten auch wieder rechts. Nicht hier, sondern ein weiter. Ja. Da rechts. Okay, so viel dazu. Der ist noch einer hinterher. Wow! Scheiße. Oh shit. Nein! Jetzt habe ich ein Problem. Allerdings. Willst du mich verarschen? Versuch die Leiter wieder hochzuklettern, auf der anderen Seite. Aber da steht doch der andere vor. Nee. Nee. Lauf. Kreisdruck gedrückt halten. Alter. Hui, da ging der Puls mal ein bisschen nach oben. Ja, verständlich. Aber müsste nicht der eine Typ hinterher geklettert kommen vielleicht? Ich glaube, das können die gar nicht. Nein, nicht die Viecher, der da unten kontrolliert. Ach so, ah ja, das könnte natürlich sein. Das sieht mir nicht so aus. Ja, geil, was mache ich denn jetzt? Vielleicht gehst du einfach nur wieder runter. Ja, wo ist denn der andere? Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Oh. Ah, cool.
Naja, hab du mal Spaß da unten. Hä? Ach ja, da! Ist der andere. Ja, super. Ach cool, jetzt sind die beide da unten. What the fuck, was mache ich denn jetzt? Ich kann niemals gegen die da kämpfen, wenn auch noch die anderen Typen da rumhängen. Das ist absolut korrekt. Du kannst jetzt auch theoretisch einfach woanders hingehen. Gucken wir uns doch mal die große Brücke an. Holy moly, ey. Ich glaube nicht darum. Ja, genau. So, hier haben wir jetzt quasi geklärt. Was war denn hier nochmal? Da waren die Tausende. Ach, das war zurück. Ja, genau. So, hier haben wir jetzt quasi geklärt, bis auf die Typen, die jetzt halt hier noch lauern. Wobei der da? Ne, da war noch einer links, ne? War da noch einer? Ja, der hat dich doch so angefallen, oder nicht? Ihr macht nicht lange. Hey, kam nicht einer von hier angelaufen? Ja, das war, glaube ich, der. Den hast du einfach nur mitgenommen, als du durch das Haus gerannt bist. Deswegen stand er da, glaube ich. Okay. Rechts haben wir auch noch gar nicht abgecheckt, was da ist. Auch wieder ein Point of No Return. Was ist das denn hier? Fleischkiste oder was? Guck mal rechts in der Ecke. Ja, genau. Also da hätte ja jemand stehen können, theoretisch. Deswegen. Aber da hätte auch ein Item sein. Das stimmt. Ach cool, Krähen plus der Typ. Im Ernst? What the fuck? Ah. Okay, nur er kriegt Schaden. Hallo? Der hält ganz schön was aus. Yes, sir. Nice. Molotov-Cocktail, wa? Aber immerhin die Fiolen gab's zurück. Hey. Was ist das? Aber dass dir die Rahmen, also dass ich die Rahmen nicht mitgepult habe, ist ja auch gefallen. Jetzt geht's sofort wieder los. Komm schon! Komm schon! Nein. Das Sound ist so schlimm. Ich meine, die sind ja mega einfach, aber das ist doch creepy, das zu machen. Ja, hundertprozentig. So, wo steht jetzt hier hinter welcher Ecke einer? Nicht. Da auch nicht. Okay. Hey, was ist das denn? Achso. Hammer. Das sieht ganz gut aus. So, jetzt kommt der Drache angeflogen und setzt sich da. Was? Man wird nicht mehr gewarnt? So, jetzt kommt ein Boss? Was ist das denn? Den Damage gesehen, Alter. Ich habe ehrlich gesagt keinen Damage gesehen. Ich glaube. Hallo, ich bin gerollt. Ich kann ihn nicht anvisieren. Echt nicht? Ne, gerade nicht. Ein bisschen Item. Wir sind voll. Ach so, ja cool. Den machen wir ja richtig viel Damage. Der sieht ein bisschen. Oh! Nein, nein, nein! Hallo! Nein! Nein! Aua! Was kannst du denn so? Okay. Nimm meine starke Hand. Ja, echt mal, was ist das denn? Der hat einen recht pelzigen Popöl.
sagtest du vorhin noch beim Essen, du willst einen Boss? Ja. Habe ich ja jetzt hier. Oh, du hast ihn verletzt, glaube ich, kam mir so vor. Ja, genau. Nein, nein, nein! Hälfte weg. Oh, das macht er mit beiden. Ja, du hast ihn definitiv verletzt, wenn er mit. Der hat ja ein Arschloch. Ha! Nimm dies! Hä? Nein, 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 nicht. Soll ich diese Molotow? Wow! Keinen Schaden. Nein, du hast daneben geworfen. Okay, das war es nicht wert. Was geht denn mit dem? Der ist halt haarig. Alter, die Kamera ist ja mal wieder der Oberwahnsinn, ey. Scheiße, ich hab L2 gerückt, schon L1. Ich bin noch ausgewichen, Bruder. Der hat ziemlich viel Leben. Yep. Extrem viel Leben. Aber ich habe meinen Boss gesehen. Der sah sogar ziemlich cool aus. Das stimmt. Ja, aber ich muss da auch irgendwie schon wieder die Kamera ankreiden. Was denn? Willst du mir jetzt erzählen, jetzt... Hallo, guter Jäger. Ich bin eine Puppe. Ich passe in diesem Traum auf euch auf, ehrenhafter Jäger. Folgt den Echos des Blutes und ich leite sie in eure Kraft. Ihr werdet Bestien jagen und ich werde für euch da sein. Und eurem verwirrten Geist Mut zu sprechen. Nun gut, die Echos sollen zu eurer Kraft werden. Ach, jetzt haben wir. Näher kommen. Jetzt schließt die Augen. Jetzt können wir aufleveln, cool. Ja, können wir natürlich gar nicht. Sehr gut. Na gut, hätten wir sowieso nicht gekonnt, weil das funktioniert ja nur, wenn du... Ja, wenn du... Wenn du stirbst. Was haben wir denn da jetzt... Was heißt denn... Habt ihr mit German gesprochen? Er war selbst Jäger vor langer Zeit. Jetzt gibt er ihnen nur noch Ratschläge. Er ist verborgen. In der Traumwelt nicht zu sehen. Doch er ist hier. Das ist seine Bestimmung. Ah, die kleinen Bewohner des Traums. Sie finden Jäger wie euch. Sie ehren sie und dienen ihnen. Sie sprechen nicht. Aber... Sind sie nicht niedlich? Oh ja, sie sind total süß. Ah, die okay, morgen halten. Was kostet denn das Aufleveln jetzt? Verbraucher Einsicht und Leute die Herausforderungsglocke, um Jäger aus anderen Welten zu helfen. Ja, das haben wir dann. Lol. Danke. Das kriegen wir den Chat auch. Was wir... also das Ding kostet... Willkommen daheim. Gut, was ist denn das Auge eigentlich oben rechts? Lasst mich... Das ist Einsicht. Müssen wir nachher nochmal gucken. Wir müssen wahrscheinlich erst eine Stufe steigen, oder? Da steht erforderlich 829. Für irgendwas. Ja. Vielleicht kriegen wir die durch... einen kleinen Splitter. Ja. Glaube ich nicht, aber... Wobei... Ja stimmt, wir haben auch ein dickes. 350, ja, haben wir schon 700. Naja, sogar mehr. Plus den mittleren. Aber ich würde erstmal die. Willkommen daheim, gut. Was für ein. Nun gut, lasst mich. Hä? 1050 jetzt?
Was? Können wir bei der. Was ist denn, wenn du die Stufe hoch machst? Ich kann leider nicht. Achso, lol, das stimmt. Achso. Das ergibt natürlich Sinn. Stufe der Einsicht oder Tiefe des nichtmenschlichen Wissens nötig zum Läutern der speziellen Glocke verursacht Wahnsinn. Gut, also ich wäre hierfür. Das bringt uns mehr Schaden, mehr Damage. Was ist bei Stärke? Mehr physische Abwehr, die zu vernachlässigen ist, erstmal. Ja, ja, aber was ist denn mit Vitalität oder Ausdauer? Wie viel Leben kriegen wir denn dazu? Okay. 21. Zwei Ausdauer? Nicht im Ernst. Wir kriegen zwei Ausdauer mehr? Ja. Das ist ja nichts. Achso, nee, und die physische Abwehr und so weiter erhöht sich. Okay, Ausdauer? Oder Geschick. Also mehr Schaden oder... Also ich würde... Weiß nicht, Ausdauer? Echt? Ich hätte jetzt gesagt, Vitalität oder Geschick. Dann Geschick. Aber wir können natürlich auch die anderen Dinger benutzen. Ich glaube, eine haben wir noch. Ach so. Lebt wohl. Ja, mögen komm, ihr... komm. Haben wir nicht fünf sogar? Oh, stimmt. Ne, in Besitz eins von... Hä? Mal ausprobieren. Oh ja. Okay, cool. Aber das war's jetzt, ja, okay. Willkommen daheim, was für... Nun gut. Nun gut, die gibt mir jetzt schon am Sack. Nein! Ja, dann Vitalität. Also was denn? Ja, wir können halt nur eins. Lebt wohl, guter. Okay, also dann wissen wir jetzt auch, wie wir aufleveln. Jetzt sind wir jetzt Stufe 12 dann, ne? Irgendwie sowas. Ja. Genau.